with the 5 minutes added on. If anything's going to happen for Mainz, it has to happen now. As York. And now they see it! Incredible! The most dramatic of equalisers! Es war sehr turbulent in den letzten Minuten und ja, ich bin froh, dass wir das mitgezogen haben. Es ist einfach schön, ja, heute natürlich zu treffen und ja, ich bin froh, dass wir da noch wirklich am Ende dann ein bisschen was zulegen konnten, gefährlich werden konnten im 16er, ja, und dann das Tor noch machen. Ich glaube, extrem verdient der Ausgleich im Großen und Ganzen und dass du jetzt hier mit einem guten Gefühl oder halbwegs guten Gefühl auch rausgehen kannst. Ich glaube, das ist auch unser Anspruch, dass wir ein Heimspiel immer gewinnen wollen und dass wir bis zum Schluss alles geben, um das halt nicht zu verlieren. Ich glaube, das hat man dann auch am Ende gesehen. Von Anfang an gut eigentlich, die ersten Minuten richtig gut drin gewesen, ein Tor gemacht, ein knappes Abseitstor, Torchancen rausgespielt, zweite Bälle gehabt, eigentlich richtig gut drin gewesen, hätten uns vielleicht sogar ein Tor verdient vor der Halbzeit. Sind dann aber so ein bisschen ja, fahriger geworden, schläfriger geworden, weniger die Zweikämpfe angenommen, weniger zweite Bälle gehabt. Auch von den Kopfbällen her gegen Gregoritsch dann deutlich mehr verloren als erste Halbzeit zum Beispiel. Ja, und so haben wir dann Freiburg so ein bisschen ins Spiel kommen lassen. Gut, ich glaube, Gregoritsch verlängert den. Ich versuche dann rauszukommen. Eddie versucht Dohan, glaube ich, dann zu blocken. Gelingt uns beiden nicht optimal. Und dann macht das sehr clever. Aber wir müssen es auf jeden Fall dann einfach klarer klären. Dann in der zweiten Halbzeit war so ein bisschen bounce back. Da war, hat nichts mehr so richtig zusammengestimmt. Viele zweite Bälle hat Freiburg gehabt, viel auf Gregoritsch hoch vor, die Duelle auch oft verloren. Dann ist es immer in unsere Richtung gegangen. Und das, genau das wollten wir verhindern. Das haben wir dann zweite Halbzeit nicht mehr geschafft. Und ja, dann können wir am Ende noch froh sein, dass wir da den Punkt zu Hause lassen. Auf jeden Fall an den Sachen arbeiten, vor allem diese Konstanz beibehalten, dass wir es schaffen über 90 Minuten. Wir hatten es jetzt zuletzt letzte Woche in Berlin, wo wir es nicht geschafft haben über 90 Minuten, jetzt heute. Und das muss, ja, das muss uns wieder ausmachen, wie davor in den Spielen, dass wir es schaffen, 90 Minuten unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Und dann hätten wir so ein Spiel heute auch gewonnen. In den letzten, ich glaube, 5, 6 Spiele sind jetzt, sind wir ungeschlagen, haben richtig gute Bilanz, haben gute Spiele gemacht. Heute war die zweite Halbzeit nicht so gut und trotzdem nehmen wir einen Punkt mit. Und genau das ist da, wo wir dran anknüpfen müssen, dass wenn es auch nicht mal so läuft und du bist hinten, da hat schon andere Spiele gegeben, wo wir dann nicht mehr zurückgekommen sind. Und heute sind wir gegen eine gute Freiburg-Mannschaft zurückgekommen. Und ja, ich denke, so kann man auch jetzt arbeiten in der Länderspielpause und dann hoffentlich in Leipzig auch was machen.